Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Papers, Please. So, wir sind in Tag 3 angekommen. Unser Sohn ist krank und braucht Medikamente. Das haben wir jetzt schon ausgewählt. Heizen können wir nicht, dafür haben wir zu wenig verdient. Und deshalb versuchen wir uns mal nächsten Tag ein bisschen mehr anzustrengen. Schwarzmarkt erlebt unbekannte Blüte. Regierung sieht Schuld bei laxen Grenzkontrollen. Das heißt, wir sind schuld daran. 26. November 1982. Ich komme zur Arbeit. Ministerium für Grenzschutz, offizielle Depesche. Ab sofort gelten strengere Vorschriften hinsichtlich der Vorlage von Ausweisdokumenten. Bürger von Arzdotzka haben ihren Ausweis vorzulegen. Ausländer haben eine gültige Einreisegenehmigung vorzulegen. Einreisebelege sind nicht mehr ausreichend. Die Vorschriften wurden um ein neues Kapitel über Dokumentenmerkmale ergänzt. Alle Informationen sind eingehend zu studieren. Einreisegewillige mit Diskrepanzen in Dokumenten ist die Einreise zu verweigern. Anhand des Audiotranskripts können Sie die Aussagen des Einreisewilligen korrelieren. Alles Liebe, Arzdotzka. Das heißt, wir müssen nochmal ganz kurz in das Buch hier reingucken. Dokumente. Das sind unsere Distrikte. Einreisegenehmigung. Gültiges Siegel. Dokument muss gesiegelt sein. Okay, wir gucken einfach mal. Der nächste, bitte. Papiere, bitte. Was ist der Zweck Ihrer Reise? Ich nutze den Transitverkehr. Dauer des Aufenthalts? Ich bleibe hier nur 2 Wochen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vorbehaltliche Erteilung einer Einreisegenehmigung für den souveränen Staat von Arzdotzka für... ja, das passt mit Passnummer. Die sieht auch okay aus. Zweck Transit, Dauer 14 Tage, Einreise bis 13.12. Weiblich, abgelaufen ist der Pass noch nicht. Und damit darf sie einreisen. Herzlichen Glückwunsch und machen Sie mir ja keinen Ärger. Der nächste bitte. Wir müssen ein bisschen Dampf machen heute, weil wir brauchen ja Geld für die Heizung. Papiere bitte. Ja, das ist der Zweck Ihrer Reise. Ich komme zu Besuch. Okay, Dauer des Aufenthalts. Ich bleibe ein paar Monate. 3 Monate. Besuch passt soweit. Peter Halgesson. Ausweisnummer sieht auch gut aus. Der Pass ist noch gültig. Männlich. Aber das Aussehen passt nicht. Ihr Aussehen hat sich verändert. Das ist ein altes Bild. Person muss hierzu passen. Passt nicht. Kannst du knicken, das passt hier nicht. Der hier passt nicht, der passt nicht, die passen alle nicht. Ja, mein Freund. Boah. Ja, so viele Zettel jetzt hier schon, ne? Ist ja unglaublich. Tschüss, schönen Tag noch. So, der nächste bitte. Kommt man sich hier vor wie so ein Arzt oder sowas, ey. Was ist der Zweck Ihrer Reise? Keine Ahnung, zu Besuch? Dauer des Aufenthalts? Vielleicht ein paar Tage. Das dürfen wir doch gar nicht mehr annehmen, oder? Ich glaube, das dürfen wir nicht mehr annehmen. Ein Visum reicht nicht mehr. Holen Sie sich eine Genehmigung. Schwachsinn. Für dieses Visum habe ich gutes Geld bezahlt. Dein Gesicht habe ich mir gemerkt. Dein Gesicht habe ich mir jetzt gemerkt, du. Nun kommen wir nochmal wieder. Papiere bitte. Das ist der Zweck Ihrer Reise. Ich komme zu Besuch. Dauer des Aufenthalts. Ich bleibe 8 Wochen. Jo, das passt. Einreise bis 12. Jessica. Alter. Keine Übereinstimmung. Ach Gott, ja. Das ist ja hier der Ort, verdammt. Ich wollte schon sagen, das passt ja hier wieder nicht. Aber es sieht gut aus. Pass ist noch gültig, alles in Ordnung. Weiblich stimmt auch, damit genehmigt.
Nimm. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Oh, bis jetzt läuft es ja eigentlich ganz gut. Ungültige ausstellende Stadt. Na, das weiß ich doch nicht. Verdammt, jetzt habe ich das nicht gelesen. Dauer des Aufenthalts 6 Monate. Das stimmt. Besuch, sie hat irgendwas von ihrem Sohn gesagt. Also nehme ich mal an, Besuch ist richtig. Konstanze Dunkova. Muss ich jetzt nachgucken, ob es den Ort gibt oder was? Wo kommt sie her? Zu irgendwas. Welcher Ort denn? Hier steht ja nicht mal das Land. Wie soll ich denn das jetzt rausfinden? So, ach so, ich kann hier auch durchblättern, alles klar. Ich habe nichts gesagt. Okay, den Ort gibt's. Sonst sieht das ja alles ganz okay aus hier. Viel Spaß. Tschüss. Schönen Tag noch. So. Ungültiges Ablaufdatum. Was? Immerhin kein Bußgeld. Wir müssen aufpassen, ey. Nur ein Besuch dauert des Aufenthalts. Ich bleibe 68 Tage. Gut, dann gucken wir mal hier. Das passt. Franco Lisowski. Männlich, Westgrestin. Der Pass ist nicht mehr gültig. Damit ist die Einreise abzulehnen. Auf Wiedersehen. Der nächste bitte. Aber wir werden immer besser, glaube ich zumindest. Zumindest schneller. Papiere bitte. Das ist der Zweck Ihrer Reise. Besuch. Stimmt. Dauer des Aufenthalts. Ich bleibe hier 3 Monate. Auch das ist richtig. Einreise bis 6.12. Oh Gott, was ist das denn für ein Pass? Geboren 1951. 18.10.84 ist auch noch gültig. Die Ausweisnummer stimmt auch. Aber der Name stimmt nicht. Der Name ist nicht richtig. Tschüss. Und der nächste, bitte. Ich brauche noch so ein Key hier auf der Tastatur. Das geht dann schneller, als mit der Maus immer nach hochzufahren. Papiere, bitte. Also Tag auch. Jetzt habe ich einen Pass. Astotzka ist immer noch das beste Land, wo gibt. Alter, dein Ernst? Guckt euch das hier mal an. Schön selbst gezeichnet und so. Ja, du kriegst einen Stempel. Du bekommst heute einen Stempel von mir. Hast du erst deine Nische gekriegt. Ist kein real existierender Staat. Verstehe, verstehe. Du hast meinen Pass nicht verstehen. Schon. Ich schaue dann später noch einmal vorbei. Nehme ich mal an, dass es da stand. Habe ich gerade nicht so schnell gelesen. So, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Papiere bitte. Was haben wir denn hier? Ach ja. Astotzka ist ja wieder was anderes. Ist die 1942 Stolichnaya Alexandra. Alexandra und dann männlich? Verhör. So. Sind sie männlich oder weibliches Geschlechts? Wie es in den Papieren steht. Ey, wie steht's denn drinne? Komm, ich will Feierabend haben hier. Schwupp und tschüss. Die Miete hat sich erhöht. Nein, das auch noch. So, die frieren alle, von daher bezahlen wir jetzt einmal die Heizung und dafür gibt's nichts zu essen. Gucken wir mal, dass wir morgen mehr Geld verdienen. Republischer Starläufer wegen Mordes gesucht. Vincel Estrado, spurlos verschwunden, wahrscheinlich in Republien. Also, wenn wir das Gesicht sehen sollten, dann lassen wir ihn einfach nicht rein. So, 27. November 1982. Weiter geht es. Sie sind ab sofort autorisiert, verdächtige Individuen unter Arrest zu stellen. Verhören Sie Einreisewillige hinsichtlich Diskrepanzen, um sie unter Arrest stellen zu können.
Da packt man das hin. Papiere bitte. Verdammt, sehe ich die Zeitung hier nicht nochmal? Das Bild wäre nochmal ganz gut. Egal. So, weiblich. Mit Passnummer. Die Passnummer stimmt nicht. Keine Übereinstimmung. Das ist mir klar. Warte mal. Das ist doch die Passnummer. So. Und das soll die Passnummer sein. Diskrepanz entdeckt und verhören. Da stehen zwei verschiedene Ziffern. Das muss ein Fehler sein. Das Dokument ist doch gültig. Hey, Moment. Nicht verhaften, bitte. Lehnen Sie einfach meinen Pass ab und ich gehe wieder. Nee, wir lassen jetzt verhaften. Weil so merken sich die anderen vielleicht, dass sie hier mit gültigen Ausweisdokumenten herkommen sollten. Papier bitte. So, guten Tag. Hast gesehen, was passiert, wenn du hier nicht... der will einwandern, unbegrenzt. Passnummer stimmt. Geschlecht weiblich kann man jetzt relativ schlecht erkennen, finde ich. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Der Pass ist noch gültig, genau. Wir fragen einfach mal. Übereinstimmung, okay, das passt. Ja, dann, Name stimmt auch. Einreise bis 23.12. ist alles okay. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen in Arzdotzka. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. So, der nächste bitte. Ey, ist das nicht der... Transit durch Arzdotzka. Dauer des Aufenthalts? Ich bleibe nur 14 Tage. Ich bin jetzt... Vince Lestrade. Der Name kommt mir bekannt vor. Der Name kommt mir bekannt vor. Okay, die Passnummer stimmt. Die Namen stimmen nicht. Achso, doch. Stimmt. Aber trotzdem... bist du doch eigentlich der Vogel, den ich verhaften soll? Ich will ihn verhören, ich will ihn verhaften. Aber ich kann ihn ja, ich habe ja keinen Grund, ihn zu verhaften. Das ist ja alles in Ordnung. Das ist aber der Typ. Möchte ich sagen, das ist doch der. Leute, das ist der. Aber ich finde halt keinen Fehler bei ihm. Ich kann ihn nur durchwinken lassen. Durchwinken. Warum kann ich denn hier keinen Alarmknopf drücken? Vince Lestrade, das... Glorian Major. Okay, wartet mal kurz. Wir gucken mal, ob wir... das wäre jetzt noch der einzige mögliche Grund, ihn nicht durchzulassen. Der hat sich hiermit auch erledigt. Das ist auch der Pass. Tja. Was soll ich machen? Ich weiß, dass es der ist, aber ich wusste jetzt nicht, was ich machen soll. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof gelaufen, ne? Papiere bitte. Ich bin hier zum Arbeiten. Dauer des Aufenthalts, ich bleibe einen Monat. Auch das ist korrekt. So. Der Name stimmt. Pass ist gültig. Männlich stimmt auch. Glorian Major hatten wir gerade auch schon mal nachgeguckt. Dann viel Spaß beim Arbeiten. So, der nächste bitte. Ungültiges Ablaufdatum hatte ich da nicht drauf. Ach komm. Ich bin auf der Durchreise. Dauer des Aufenthalts so kurz wie möglich 2 Tage. Na du, dich werde ich aber. Great Rapid. Da gucken wir erstmal nach, ob es das gibt. Verdammt, das gibt's. Okay,
Ungültiges Ablaufdatum. Hab ich bei dem nicht aufs Ablaufdatum geguckt? Ist ja ein Ding. Das wundert mich jetzt. So, dann gucken wir uns den nächsten Mal an. Papiere bitte. So. Zack, zack. Freunde besuchen. Dauer des Aufenthalts. Ich bleibe einen Monat. Richtig. Du siehst aber ganz anders aus als auf dem Bild, finde ich. Ihr Bild, das ist anders. Ich habe mich operieren lassen. So, dann mal bitte einmal die Fingerabdrücke. Komm, Fingerabdrücke rein. So, dann vergleichen wir die mal. Okay, der sieht ganz gut aus. Der sieht auch ganz gut aus. Der sieht auch ganz gut aus. Das passt. Okay, sehr schön. Das können wir erstmal wieder da einpacken. So, dann gucken wir uns die Ausweisnummer nochmal an. Karl Frenz. Ist auch alles in Ordnung. Pass ist gültig. So, den können wir auch reinlassen. So, dann versuchen wir auch noch den nächsten durchzudrücken, bevor wir Feierabend machen müssen. Ich würde ja noch länger machen, aber... So, Papiere bitte. Bild passt. Besuch, Dauer des Aufenthalts. 3 Monate. Das ist richtig. Herzlichen Glückwunsch. Klaus Lauren. Lauren Klaus. Westgrestin hatten wir, glaube ich, auch schon mal weiblich. Ist alles gut aus. Klack. Schaffen wir noch einen? Nächster. Schon wieder ein Ablaufdatum nicht gültig? Verstehe ich nicht. Der ist entkommen? Einwanderung. Oh, jetzt muss er den wieder ganz genau prüfen hier. Okay, das Bild passt schon mal. Vostok. Pietro Vostok. Einwanderung unbegrenzt. 1982. 18.12. Pass ist gültig. Welches Ablaufdatum meint ihr denn immer? Schauen wir noch hin. Seine Frau kommt direkt nach ihm, jetzt bin ich gespannt. Papiere bitte. Haben Sie meinen Mann gesehen? Er ist doch durchgekommen, oder? Ja, ist er. Aber du kommst nicht durch, weil du hast kein Papier. Da fehlt was, junge Dame. Grundvorschriften. Person muss einen Pass haben. Alle Dokumente müssen aktuell sein. Inländer benötigen einen Ausweis. Einreisegenehmigung für Ausländer. Warte mal. Ah, warum muss die denn ausgerechnet zum Feierabend kommen? Wo ist ihre Einreisegenehmigung? Bitte, ich flehe sie an. Die haben mir keine Genehmigung gegeben. Ich hatte keine Wahl. Die bringen mich um, wenn ich den... Okay, wartet. Nee, das war falsch. Einmal das Protokoll. Die bringen mich um, wenn ich nach Antigrin zurückgehe. So, Leute, sind wir jetzt mal gnädig und lassen sie durch? Dafür kriegen wir Ärger. Es tut mir leid. Ja, was soll ich machen? Wir hätten jetzt wieder eine Strafe gekriegt. Könnte natürlich jetzt auch wieder anders ergeben. Nach 18 Uhr gibt es für Einreisende kein Entgelt mehr. Ihr Sohn ist krank und braucht Medikamente. Kabine verbessern. Leertaste für Prüfmodus. Okay. Wir können jetzt Medikamente für unseren Sohn kaufen. Und die Kabine noch ein bisschen verbessern. Allerdings haben die auch Hunger und... oh Gott, ey. Also wir haben auf jeden Fall noch... eine ganze Menge zu tun und damit machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen bis hierhin. Dann, wenn ja, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen da lassen oder einen Kommentar schreiben und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss, ciao, die wird von meinika.de.